Allerdings ist mein Ziel jetzt nicht Jin, sondern Dexter. So, warte einen Augenblick, war. Nimm die hier an dich. Du weißt, dass ich die gesehen habe. Drei Pauschen, zwei Führungsfehler. Dankeschön. Three Items. So, und ich kann Penelo jetzt sagen, was sie zu machen hat. Geil. Okay. Let's do this. Dann mal los. Okay. So, wie gesagt, mein Ziel war jetzt nicht irgendwie, ich glaube, so weiter zu machen. Ja, ist wirklich alles klar. Sondern ich will jetzt erstmal eine Runde Dexter schlachten. Das sollte man zu zweit schon direkt hinbekommen. Und das ist in der Westwüste. Ein bisschen Level am Anfang kann man schon machen, denke ich. Dass wir zumindest dann gleich mal den Mob weg haben. Für ein paar Bedingungen. Ich frage mich, ob ich den auch gleich schaffe. Mit den Sachen, so wie die jetzt am Anfang sind. Ich weiß nicht, inwiefern die Offensive zu wählen besser gewesen wäre. Wir gucken einfach. Lustig auch, dass da keine Gegner gespawnt sind. Sie haben keinen Bock mehr auf mich. So. Das Schöne an Ramonastre ist, dass er so schön kompakt ist. Kein ewiges Rumgelaufen hier. Ein Grund, warum ich Dex das auch unbedingt zum Anfang machen will, ist, der Typ, der uns die Quest gegeben hat, der will ja seinen Basar schon aufmachen und bei dem kann man sich auch ganz coole Items kaufen. Billige Items kaufen. Das heißt, macht auch in die Richtung auf jeden Fall auch schon mal Sinn. So, und nochmal Wüste. Im Osten und Westen von Raunas haben wir das Wüste und einfach im Süden dort eine scheiß Ebene. Da ist die Wüste plötzlich wieder Rille. Das ist gar kein mehr. So, ab in die Westwüste. Ah, alles nicht so freundlich, ja. Was geht? Ibims. Okay. Man hat echt auf jeden Fall krassen Weitblick. Oh, hey, ein Wölfchen. Geht. Goddammit. Okay. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ah, blockt sie einfach, kennt sie gar nichts. Was mit dem Scheiß, durch mehr Schaden ich mit meiner Axt. Dankeschön, Spiel, dafür, dass du mir die scheiß Axt gegeben hast. Oh Mann, ey. Huch. Ah. Potion. Okay. Ich finde einfach, die Potion ist ja ganz nice. Okay, hier haben wir noch ein Wölfchen. Das sich gar nicht für mich juckt. Nice. Ey, du. Oh, ich muss auch selber angreifen. Ich vergesse es einfach immer. Ja, Penelo zieht durch. Es kommt mir so vor, als ob die Combo-Angriffe hier viel öfter auftauchen. Weil ich weiß, im alten Spiel hat sie so gut wie nie. So. Vielleicht mal für Warn noch mal Scam mit an oder so. Vielleicht bringt's ja was. Wow, 6 Schaden. Dankeschön, Warn. Zufallschaden, Beste. Einfach Beste. So, wo genau ist denn jetzt der Dexter? Ich glaube, genau, da war in die andere Richtung runter. Ich will erstmal noch ein bisschen Gegend aufräumen. Vielleicht noch Level 4 machen, wenn es geht. Das würde sich ja anbieten. Geil. Windstein auf meinen Nacken. Ich bin hier wirklich einfach irgendwann mal, oder? 118 P ist nicht unbedingt so das Grüne vom Ei. Aber 18 P ist natürlich auch viel für den Anfang. Dafür, dass ich meine MP so nicht regenerieren. Ich kann ja mal testen, ob ich gegen den Wolf ankomme. Ich einfach mal gucke, so, yo. Vielleicht klappt es ja. So, das ist auch noch ein ganz normaler Wolf. Boah, sie zieht in einer Kombo durch. Was ist das? Geil. So, was geht hier noch ab? Noch so einer. Ja, ich brauche das Cashlay am Anfang. Man bekommt vom Mobs im Normalfall kein Geld. Das heißt, man muss alles mit den Items machen, die, die droppen. Beziehungsweise, die man halt klaut. Ansonsten halt nur noch Quests. Easy. Alter, der Weitblick. Wahnsinn. Wüste ist Beste.
Ah, okay, das ist schon der sechste. Wenn ich mir jetzt eine Potion reindrücke, wie viel heilt ihr mich? 120, okay. 120, da ist ein Wolf. So, ich lade meinen Angriff schon mal auf. So, wenn wir den ersten Wolf wieder direkt umlegen, wäre es schon mal ganz praktisch. Ah, 50 Schaden. So, jetzt kommt noch, wie viel Dexter macht. Okay, es geht, es geht. Ich denke, ich wollte immer genug Zeit haben, mich zu heilen. Ich muss halt nur genug aufpassen. So, Pneu beendet ihn jetzt mal eben, denke ich. Okay. Jetzt zum Großen. So, Penelo, du musst dich auch mal ab und zu heilen. Falls die Botschaft bei dir nicht ankam. Ich drücke schon mal Potion bei ihr. Eigentlich ist Warner ja der Tank, aber das ist dem Dude wohl relativ egal. Ich habe null Schaden gemacht. Oh, der frisst aber auch ziemlich gut, sehe ich gerade. Ich glaube, ich werde nicht mal heilen müssen. Oh, knapp. Hätte jetzt Reißen gemacht, wäre Penelo instant tot gewesen. Habe ich dann noch ein Schwein gehabt. Das ist entweder verfehlt oder bin ich wäre tot gewesen. So, das Mieter kann sich jetzt schon mal drücken. Nice. Okay, das war Dexter. Ging aber noch gut. Kannst jetzt nichts sagen. Ist noch ein Item. So. Hier. Kann ich schon für 15 kann ich irgendwas machen. Die Frage ist, wo bekomme ich jetzt bessere Items her? Das kannst du für 15? Ich habe auch keinen weiteren Rohrgreif. Es bringt relativ wenig gerade tatsächlich, weil ich nichts habe. Sinnlos. Ich habe auch gerade eine übelste Wolfsjagd, sehe ich gerade. Es würde also auch noch Sinn machen, uns hier drüben den Wolf auch noch zu kaufen. Ich denke, ich werde mal ganz kurz ein bisschen durch die Westwüste marschieren, einfach um mal ein bisschen zu erkunden. Vielleicht ergibt es ja irgendwas. 10er-Serie, genau das meinte ich. Mit einer Serie bekommt man nämlich schon Gegner öfter und bessere Items gedroppt, das heißt. Ein bisschen anfangs looten, was ich hier gerade betreibe. Nicht unbedingt notwendig, aber lustig. Es lohnt sich ja mal hin. Hier mit dem Durchreißt auch alles. Null Schaden, perfekt. Oh, Drop. Machst du nix, mein Sohn. Zwei Items hat er mir gerade gedroppt. Auf einmal. Krass. Okay, in welche Richtung kann ich jetzt überhaupt? Drei Richtungen habe ich. Naja, wir gucken mal. Ich sehe doch gerade, haben sich Penelos MP wieder regeneriert? Oder da kommt es nur so vor? Mal wieder Verwarn drücken. Ach stimmt, ich glaube beim Laufen. Beim Laufen regenerieren sich die wieder. Das heißt, wenn ich wie ein Trottel rumstehe und immer schön weiterlaufe, habe ich auch immer noch ein paar MP. Oh oh. Ja, irgendwas sagt mir, dass der Typ zu hart sein könnte. Ich versuch mal was. Ich versuch mal was. Hat er nicht geklappt? Ich hätte ihn gern beklaut. Ist meine Wolfsserie jetzt noch da? Ich guck mal. Ansonsten lassen wir es halt. Ich will zurück in die Stadt gehen. Der Schaden ist so lächerlich. 7-0. Sollen das? 12er Serie. Machen wir 13er draus. Eigentlich absolut sinnlos, was ich hier gerade mache. Ah, die Axt ist manchmal so scheiße. Nice. Wolfsfell. Potion. Die Potions kann ich theoretisch auch verticken. Das tut eigentlich eher weniger am Anfang. Das ist ja auch nicht unbedingt mal ein schnelles Item hier.
Rammel, was? Beiseite, 14er Serie. 14 Wölfe gekillt. Oh. Respawn. Mit ein bisschen Geld. Ich sage nicht nein. Moment, ich gehe mal ganz in die Einstellungen. Ich würde ganz gern mal. So. Okay, das ist nice. Damit gehen Angriff und sowas schneller von der Bühne. Ja, da dauern die Kämpfe nicht mal so lange, weil sich die Balken alle schneller aufladen. Das ist nice. Wenn es halt irgendwann zu schnell geht beim Bosskampf, wo ich besser reagieren muss. Nein. Dann kann ich es wieder zurückstellen oder so. Ist ganz nice bei Kämpfen, die länger dauern. Wo es dann später auch einige von geben wird. Wie lange brauche ich eigentlich, um zu leveln? Das dauert ja ewig. Kann ich das irgendwo einsehen gerade? Nein. Egal. So, ich habe für jetzt mal gesehen, was zu sehen ist. Ich gehe jetzt die Quest abschließen. Und dann gucken wir mal weiter. Danach mal vielleicht die Hauptquest weiter. Mit dem guten Jin. Aber das mit dem Dex muss erstmal sein. Ich habe die Kampf auch irgendwie viel schwerer in Erinnerung. Keine Ahnung. So. Immer noch Level 3. Ich bin so noobig. EP insgesamt 300, noch 85. Das heißt, es dauert zwar noch eine Weile bis zum nächsten Level. Nice. Das, ne. Nicht so cool gerade. Nicht so cool. Ich weiß, also ich werde auch mal so spielen, wie es geplant ist. Wie man spielen soll oder so. Keine Ahnung. Obwohl es gerade Spaß macht, das Spiel nicht so zu spielen, wie man spielen soll. Dass man direkt am Anfang alles macht und dann guckt, was geht. Kann doch mal einen Laden rennen irgendwo. Vielleicht noch ein paar Zauber kaufen oder so. Rüstung ist noch nicht ganz so wichtig, aber mein Angriff muss halt ein bisschen steigen. Das wäre ganz cool. Auch damit die Kämpfe ein bisschen schneller gehen. Hier an so einem Zauberladen kann ich doch bestimmt ein bisschen was loswerden. Jetzt haben die ja direkt ein bisschen was Gutes für mich noch. So, hereinspaziert. Okay. Da komme ich doch gerne reingetreten. Schätze, zehnmal den Windstein. Nicht schlecht. 800 Fell. Oh, ich hätte erwartet, dass die Handelsware sich aktualisiert. So. 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 War es mal am Hammer. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber naja. Passt schon so. So, ne, hier oben war das. Genau, hier hat er gesessen, der Alte. Der wird sich bestimmt freuen. Dass sie so ankommen und sagen, yo, ich geht, alles cool. Was, du hast 6er wirklich erledigt? Danke, vielen, vielen Dank. Ja, alles nett. 500, und ein Teleport steht sogar. So, sein Stand ist jetzt in Betrieb. Oh, der Blütenkaktor ist auch offen. In der Ostwüste. Okay. Soll ich mir ihn auch noch holen? Dort unten. Goddammit. Okay. Habe ich das angenommen? Ja, habe ich. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, gut, dann machen wir halt noch einen Mob. Was soll es? Machen wir eben noch den Blütenkaktor. Was kann schon passieren? Das Problem ist halt, dass ich jetzt auch keinen Schwarzmager oder so habe. Weil mit dem Blütenkaktor konnte man da das Feuer immer richtig gut zusetzen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Weil kein Magier, kein Feuerschaden. Toll. Na egal. Ja gut, Penelo als weißes Magier für einfach zu nehmen, war vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Hätte ich vielleicht machen müssen. Im Osten war es, genau.
Ich mache da vielleicht auch einfach zu viele Sorgen um die Klassen. Das kann auch sein. Aber ich habe halt so immer von damals meine Lieblingscharaktere, mit denen es so halt ging. Was auch Sinn gemacht hat, weil ich auch so ein bisschen die Stats kenne. Na, egal. Dieses Denken bekomme ich eh nicht aus meinem Kopf, deswegen. Einfach weiter drüber ramblen. Ich hab mehr Kohle. 1300 Gil für den Anfang ist sogar ziemlich viel. Damit kann ich mir schon eine andere Sache kaufen. Deswegen ist es eigentlich schon fast ein bisschen unnötig, halt Mobs zu machen. Naja, whatever. Jetzt sind wir schon mal hier. Oh, guck dir halt all die Sachen an, die ich nicht kann. Nice. Erdstein ist da. Schlafe, mein Kaktorlein, schlaf schnell ein. 5 EP pro Gegner. Auf 80 EP zieht das in der ewig. Ja, toll. Super Schaden, Beste. So, den kill ich direkt. Macht da nix. Okay, was ich auch ganz gerne machen würde, auch wieder so eine Anfangsstrategie, die natürlich unnötig ist, aber trotzdem lustig ist, dass ich mal versuche, mich mit einem richtig starken Gegner anzulegen. Bisschen wenn ich anlege, sondern ich versuche zu beklauen. So, nice. Einfach kurz durchholzen überall. Ein paar Wölfchen machen jetzt nichts mehr. Wie viel EP bringt einer so? 4. Nice. So, hier Kaktor. Lass es stehen. Dort haben wir eh noch einen Wolf. Oh, was ist denn da los? Ach, der T-Rex, der macht jetzt so ein Ding. Greift er mich an? Nö. Stimmt, die Grünen waren, glaube ich, neutral. Ich würde es ganz gerne mal versuchen, den T-Rex zu klauen. Das Problem ist, wenn ich das versuche, kann es halt sein, dass er mich sofort zerstört. Er macht mich One-Shot, aber ich habe mehr zwei Charaktere. Ich weiß nicht, ob es ein Versuch wert wäre. Ob ich das wirklich rentieren würde, jetzt direkt am Anfang versuchen, um so eine Scheiße zu machen. Boah, 92 super Schaden. Krass. Hat gesessen. Na los. Nice. So, gab es auf jeden Fall noch ein Item. Das wusste ich. Normalerweise gab es immer eine nette Rüstung. Eine Phönixfeder, naja. Kann ich nicht gebrauchen gerade. Zusätzlich mit dem T-Rex. Jetzt so eine Art Schnellspeicher wäre ganz cool. Ich weiß, dass die Siedlung hier leider kein Speicherkristall hat. Sie haben keinen Speicherkristall. Warum? Soll ich es mal versuchen, mit dem T-Rex hier ein bisschen zu spielen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Tschüss! Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen! Nein! Lol. Okay. Das hat sich gelohnt. Scheiße. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Scheiße, lass mich raten, Millerwiss ist auch weg. Ich sag nichts dazu. Ich hätte einfach nochmal speichern gehen sollen. Na egal. Ich zerstöre einfach ganz kurz hier alle nochmal weg. Das dauert höchstens 2 Minuten. Ja, guck mal, was ich für einen Schaden ich mache. Wenn es immer so flüssig laufen würde.
Aber irgendwie kurz vorher ist die Drop-Chancen noch arg erhöht worden.